Hallo, mein Name ist Tim. Ihr kennt mich vielleicht aus Videos wie der Lichtschwert-Grillzange. Und neben mir ist die Steffi. Vielleicht habt ihr mich sogar schon mal gesehen im Dirndl-Video. Genau, und wir zwei zeigen euch heute mal den neuen Elbenwald-Store in Nürnberg. Fang an. Wie jeder Elbenwald ist auch der Elbenwald in Nürnberg in verschiedene Themenwelten unterteilt. Wir sind jetzt hier im Baumarkt für Zauberer. Harry Potter hat selbst empfohlen. Ihr seht, eine große Auswahl an Zauberstäben. Aber wer sich der dunklen Zauberei verschrieben hat, beziehungsweise seine Seele verkaufen würde für die Zauberei, kann sich hier auch Horcruxe holen. Zum Beispiel das Diadem, Medaillon, Tagebuch, ist einiges dabei. Kommt einfach vorbei. Direkt neben der Harry Potter Ecke befindet sich die Gaming Ecke und hier haben wir eigentlich eine ziemlich große Auswahl an unterschiedlichsten Themen, quasi alle Sorten Sachen. Von meinem persönlichen Highlight wie dort oben Monkey Island über Zelda und World of Warcraft, League of Legends. Ich weiß gar nicht, was ich alles aufzählen soll. Aber neben den ganzen T-Shirts haben wir auch Krimskrams, zum Beispiel Figuren oder auch Hoodies oder Brettspiele oder Tassen. Aber es gibt auch Themen, wo wir so ein bisschen den Fokus setzen, zum Beispiel bei Assassin's Creed. Da haben wir hier so eine kleine Ecke aufgebaut. Hier haben wir relativ viele Hoodies dazu. Wobei das nicht nur Assassin's Creed Hoodies sind, aber das ist jetzt egal. Da haben wir die ganzen Figuren aus den unterschiedlichen Spielen. Und da sieht man auch direkt thematisch alle T-Shirts, die es zu Assassin's Creed gibt. Prost Mahlzeit. Jetzt sind wir in der Superhelden-Ecke, wo es, wer hätte es gedacht, jede Menge Superhelden gibt. Zum Beispiel ihn hier, Wolverine, den Liebling aller X-Men-Fans. Ich habe was viel Cooleres noch gefunden. War cooler als Wolverine? Da schau mal, ein Mini-Iron Man und ein Mini-Captain America. Das ist für jeden Sammler einfach was Schönes. Eine Sammlerfigur. Jetzt sind wir in der Star-Wars-Ecke angekommen und hier gibt es wirklich alle Sorten Sachen. Zum Beispiel so eine riesengroße Figur oder natürlich auch... Schau mal, was die alles haben. Hier so ein Schneidebrett vom Millennium-Falken, Schneidebrett vom Todesstern. Da würde ich das nehmen. Ja, ich vom Todesstern. Aber ist ja egal, weil es gibt ja noch Messerblock, Tassen, Kochbuch, Keksdosen. Und schau mal, hier ist auch eine Schürze von Darth Vader. Das Allercoolste von Star Wars ist natürlich, wie ihr euch denken könnt, das Lichtschwert. Sammler-Edition, hier original von Anakin Skywalker. Ja, Anakin Skywalker, pass mal auf, das ist ein Lichtschwert. Nein! Wenn ihr nach dem Lichtschwertkampf noch genug Augen habt, um Serien anschauen zu können, na, oder noch genug Arm, um die Fernbedienung zu bedienen, dann, seht ihr, haben wir hier sehr viel Merchandise zu Premium-Serien wie Breaking Bad, Walking Dead, Sherlock, Doctor Who. Da haben wir zum Beispiel die TARDIS-Tasse oder... Star Trek, Spock. Möge er in Frieden ruhen. Kein Elbenwald-Store wäre komplett ohne die Themen Game of Thrones oder auch der Hobbit. Oder Herr der Ringe, weil, wie ihr inzwischen alle schon wisst, hat der Elbenwald ja mit Fanartikeln von Herr der Ringe angefangen. Was wäre auch ein Elbenwald ohne den einen Ring oder den Abendstern? Aber das heißt nicht, dass wir jetzt auf diese Themen hier beschränkt sind, sondern wie jeder Store wird auch dieser Elbenwald hier regelmäßig geupdatet. Das heißt, neue Themen kommen rein, andere Sachen werden ausgetauscht, alte Themen gehen weg. Und um das alles selbst sehen zu können, müsst ihr natürlich herkommen. Wir freuen uns auf euch. Das heißt, wir jetzt nicht, weil wir arbeiten hier ja gar nicht, aber irgendjemand freut sich bestimmt auf euch.